Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von 7 Days to Die. Und mit meinen Switch-Off, Switch-On Scheinwerfer warte nicht nur ich alleine auf die besagte Tag 70 Horde. Mit mir zusammen warten der Kill-Nano. Moin. Und in der rechten Ecke der Extreme Zone. Ja, moin, moin. Warte, pass auf. Extreme! Das ist so, als Wrestler wird es genauso aussehen. Und wir sehen, wir haben noch 20 lange, lange Minuten. Dann kommt die Horde. Es kommt nicht irgendeine Horde, es kommt. Ach, meine Katze jagen irgendein Viech. Okay, muss ich ein Bild jagen. Wir jagen nicht irgendeine Horde. Wir jagen gar nicht. Wir werden gejagt. Es ist nämlich Horde. Es ist die tatsächlich Horde. Kleine oder kleine. Keine andere Horde holt mich sonst aus dem Tod. Sonst warte ich immer in meinem Bunker. Aber für die komme ich raus. Yeah! Yeah! Spawn! Freestyler! Hopp, du alte Camper-Sau! Kapitulieren! Bitte wie? Wir drehen auch schon durch. Wir drehen eigentlich nur durch, weil wir auch ein bisschen Angst haben. Also Extreme, der hat schon ein bisschen geweint, gerade zwischen den Folgen. Ich weiß, wir sollen es eigentlich nicht sagen, aber Extreme kann auch ruhig auch ein bisschen die Emotion zeigen. Sonst ist er immer sehr steif, weißt du? Ganz ruhig. Der hat ein bisschen geweint. Ja, der Killi hat was gegessen. Ich bin ganz ruhig. Warte, lass mich kurz an dieser Träne riechen. Ich hab was gehört! Da sind sie. Oh, okay, es geht los! Es geht ein los! Hund? Oh. There is coming! Sie kommen von Süden! Sie kommen von Süden, Norden, Osten, Westen. Ich sehe sie nicht. Sie kommen. Incoming. Es ist so schön hier auf der Seite, wo nichts passiert. Der linke. Sir, die Pikiniere sind auch schon Zombies. Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Dann ruft die Kavallerie! Sir, die sind auch schon Zombies. Innen drin sind wir noch sicher. Keine Zombie-Bewegung in der Base. Wir haben Bewegung an der rechten Seite. Flanke sichern! Alles klar, ich hab ihn aufgeschossen. Wieso sind nicht alle Lampen an? Ja, echt, Kili. Was hast du getan? Lampen sind an. Da kommt ein Zombie! Bei mir irgendwie nicht. Bam! Strange! Bei der Zombie! Komm auf! Enemy okay. Down! Okay! In Deckung! Fire and Roll! Ich höre Zombies, aber ich don't know von wo! Grenade! Granada! Granaten wären noch cool! Es gibt ja Pipe-Bombs! Das sind ja die Granaten. Ja, richtig! Zwei Feral-Zombies. Feral! Es ist Feral! Wir Feral! Ich hab doch meinen Charakter am Spiel. Warum bewegt er sich noch hier? Achso, weil er sterben wollte jetzt. Oh, doch, wenn wir nicht überrascht, das wundert mich. Also, bisher haben wir es doch sehr gut gelöst, würde ich behaupten wollen. Ja. Aber wer weiß, wie lange noch. Die Tag 70 Horde werden das Beste zum Schluss aufgehoben haben. Ich hoffe immer noch auf den Zombie-Drachen. Kopfschuss! Aus dem Lauf! Hetnard! Was? Ja, verdammt. Ja, auch wieder aus dem Lauf! Hetnard heißt meine Freundin! Oh, das war nicht so gut. Oh, Girlie! Herald, Zombie! Herald! Bam! Schadenbonus Nummer 3! Bam! Kopfschuss! Bam! Bauarbeiter! Damme kill! Bam! Kopfschuss! Bam! Feral! Kopfschuss. Wow, die ist aber einfacher als gedacht. Muss ich den? Bisher? Ich wollte gerade sagen, doch, ist nichts vorbei. Ey, Nashi! Ey, Nacho, grande. Also, falls der eine oder andere Zuschauer sich fragen sollte, ob jemand von uns mal den Tag 70 Uhr miterlebt hat, allgemein, ja. Früher habe ich öfters Tag 70 Folgen miterlebt. Das war noch bevor sie das umgestellt haben, als sie den Lascher gemacht haben. Also damals waren Tag 70 Horden absolut vernichtend. Die haben wirklich alles
vernichtet. Ich hatte eine riesengroße Base und so viel Mini und Sachen. Ich konnte gerade so halten. Komm her! Denn die Tag 70 Horde war schon immer extrem. Damals auch mit ganz, ganz vielen Wespen, ganz vielen Runden. Das ging trotzdem auf einmal. Alles kam auf einmal. Bin angegriffen! He's exploding! Ich werde es lustig finden, wenn wir hinter uns jetzt einfach nur die Mauer weg explodieren hören und da alle reinkommen. Ja, wenn da so ein enger Zombie mit so einem Fass angegangen kommt, so. Und ja, richtig, voll in die Mauer rein. So ein bisschen Herr der Ringe-Teil. Ja, ja, genau. Tötet den Fackelträger! Extreme! Machst du? Kitty, hi! Oh, da kommen wieder welche Richtung Osten! Komm! Richtung Osten! Feindkontakt! Stellung halten! Enemy spotted! Enemy spotted! Enemy spotted! Wallhack! Feindliche Drohne nähert sich. Wallhack ist der kleine Bruder von Wall-E. Wall-E! Nein! Und da tue ich immer... Wow, wie ich einfach nur den Rasen um... Eigentlich tue ich die ganze Zeit nur den Rasen umgraben. Wenn ich versuche, auf Wall-E zu schießen. Ja. Spawnt ihn runter? Ja, komm. Feindliche Drohne nähert sich. Oh Gott, und sie spuckt. Radar aus ausgeschaltet. Ich werde rausgehen. Yep, Extreme, gespart. Halt die Stellung. Feindlicher Helikopter nähert sich. Richtig. Oh, Hunde. Ganz viele Hunde kommen. Ja! Ich bin so gut. Warte, hinter dir. Was? Ich bin nicht gut. Hau ab, Bitch. Ihr müsst mir Feuerschutz geben. Ich muss nachladen. Rennst du wirklich aktivieren. An der Tag 70 Horde draus rum? Terrorist. Oh, der ist angepisst. Der ist angepisst. Okay, ich hab die Lage wieder unter Kontrolle. Oh. Hallo? Kämpfst du auch mal gegen mich? Wo läuft denn hin? Ey, Bitch! Was soll das? Immer. Das hast du jetzt gecrashed. Oh. Bitte in einen anderen Ton spawnen. Achso, natürlich. Willst du jetzt sterben? Kann ich Bitch mit dem Tech einnehmen? Krieg ich schon 1000 Zuschauer, weil ich hoffentlich rage. Hört auf damit! Zombies haben auch Rechte zu leben! Oh. Ja, spuck ihn an, Kotter! Ich bin auf deiner Seite! Stirb die Morg, Attacke! Hallo, hi, hallo! Hört ihr bitte mal auf, hier euren Führer anzugreifen? Bitte was? Das kann ich ja gar nicht. Hinter dir, Spongebob. Ich kann gerade hinter dir. Ich kann dir gar nicht so viel Deko geben, Spongebob. Ja, dann mach doch mal! Warum geht der unten noch? Was ist hier los? Oh, der ist lahm. Den kann man streicheln. Naschi! Was ist denn los? Hast du Naschi getroffen? Der ist verliebt. Oh, der ist nicht mehr lieb. Oh, Naschi. Ah, er war so langsam, weil er sich vermehrt hat. Ich verstehe. Aber ja. Momentan irgendwie. Bei mir ist da gar keiner mehr bei dir. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an Resident Evil 1 gerade mit den Hunden. Ja. Diese epische Szene, weil ja, damals doch High-End-Grafik ja. war, ja? Ja, genau. Da guck mal, hier wird Naschi lieb. Warum wird Naschi hier lieb? Oh! Okay, ich lock sie zu euch. Bei mir jetzt auf der Stelle. Hey. Oh, es könnte ich sein. Vor Freude. Richtig, oh, ich kotze vor Freude. Oh, ich muss mal eben meine Waffe reparieren. Bam 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 bam. So, hier bin ich. Das Militär greift uns an. Ich wusste, es herrscht hier eine Verschwörung. Von wegen Zombie-Apokalypse. Alles erlogen. Es sind keine Zombies mehr. Nur die Milch war sauer. Ich geb dir gleich hier eine Da liegen Raketenwerfer unten rum. Wo? Hier unten. Hier an Turm, an der Ecke. Zwei Stück im Graben. Ich seh nix! Da! Ja! Raketenwerfer! Ihr müsst mich beschützen! Ich muss mich ausrüsten! Wo ist er? Da! Ich hab gar keine Munition. Oder ist da eine? Ja! Eine ist drinne!
Also, okay, ich wollte eigentlich auch was schießen, was wir gebaut haben. Du rennst bei mir noch hinten auf der Straße rum. Gar nicht wahr. Du bist viel weiter im Krieg. So, komm schon. Kili, hinter dir! Was? Hinter mir ist nichts. Kotze! Ah, du hast die Tür aufgemacht, Kili! Spider-Zeug hat mich angegriffen. Oh. Oh. Also bei mir ist die Horde ganz ruhig. Kotze, komm zu mir! Komm zu mir, Babe. Komm zu mir. Kotz mich an! Kotze! Ja, es sind mehrere Kotzer da. Ja, ist ja kein Problem für den King. Schön, bei mir ist gar keiner da. Schade, dass die Queen dabei sind. Ich muss dich nicht heilen. Ex-Queen, du wirst angekotzt! Zieh dich zurück! Zum Glück habe ich meine Anti-Kotz-Maske auf. Richtig! Ohne meine Anti-Kotz-Maske, die ich hier geholt habe. Das ist der neueste Schrei aus Amerika. Könnt ihr jetzt erwerben, hier unten bei diesem Amazon, wo ich auch gar nicht kein Eier bekommen habe. Richtig. So, ich hab noch meins auch als Creme. Ja. Und noch irgendwelche Bab-Bab-Bieder-Bieder. Die Creme, die du benutzt, ist die Kotze, die du von der Maske abwischt. Obi Obira. Zombulution. Zombie, ja. Spider-Zombie und Zombie und Zombie-Zombie. Ja, ich bin ja dabei. Ich bin und ja dabei. Ich schieße erstmal in den Popes hier. Ich schieße erstmal in den Popes hier. Ich schieße erstmal in den Popes. El Wombo ist weg. Okay. El Wombo. Und wo rennst du gerade? Ich bin mal extrem. Wollte ich gar nicht hier. Zack, zack, zack. Was kann ich mal zerlegen? Auf der Mauer oder wo? Nee, das ist unten. Hinter dir ist Bonnie. Ja, aufgepasst, Extreme! Bist tot. Warte, ich kümmere mich drum. Hinter dir. Booyah! Und da kommt Let's Dance. Verdammt, ey. Oh, guck mal da, da ist der Lambi. Ja. Oh, das war Mopsy. Oh, wie die heißt. Jetzt krieg ich Damage oder was? Ist doch gar keiner. Also, es ist kein Zombie ist da, wenn ich es bestätige. Bei mir sind die ganzen Zombies, Kili. Mach dir keine Sorgen. Ach, jetzt. Kommt ha, ha, ha. Hier, links, rechts angetäuscht und ausgewichen. Haha, links, rechts angetäuscht und ausgewichen. Haha, oh, aua, er hat mich getroffen. Oh, Sponti, jetzt gerade hast du mit der Rakete geschossen. Was? Jetzt gerade? Das ist ja, aber schon weiche Dinger. Ja, hinter dir laufen irgendwie fünf Leichen rum. Ich hab ein Déjà-vu. Der Feral-Zombie da unten geht mir gewaltig auf den Nerv. Also ich verballer meine Muni jetzt nicht mehr. Die sind eh schon alle tot, die Zombies. Komm mit raus, spielen, Extreme, als du gesagt hast, hinter dir, ne? Da waren so warte, ich muss was essen. Zombie, ne? Ja. Jo, der ist jetzt gerade bei mir gekommen. Kelly, hol Raketen und werf sie mir runter! Nein, dann back die Truhe. Ich hab einen Ping von minus 31.000. Kelly! Den ganzen Team! Ja, es ist aber wirklich besser, dass er keine Kisten aufmacht. Extreme! Hol eine Rakete runter! Nein? Du hast eine normale Waffe, um dich zu wehren? Ich hab keine Munition mehr. Wo ist denn der zweite Raketenwerfer? Sag mir nicht, du hast den gar nicht erst aufgesammelt. Ich habe einen aufgesammelt. Einen. Den zweiten habe ich nicht gesehen. Oh, Zombies! Ach, Spongy. Bin dabei. Eingelähmt! Bin dabei. Ein voll gelähmt, ja. Und um den Pfeiler. Yeah, yeah, wie cool. Bam! Außenlauf! Yeah! Kamikaze, Spongy. Ich muss mal eben. Danke. So, oh, da krabbelt ja noch einer. Oh, der ist. Aua, aua, Footballspieler! Ich bin verdammt gehittet! Benutz sie! Jawohl, gerettet! Oh ja, ein Biohazard. Das ist meine Trophäe aus diesem Kampf. Ich muss mal über euch rüberspringen, danke. Ich lag doch gerade noch eine Waffe. Ich hab doch gerade eine Waffe gesehen, verdammt. Oh, ich hab keine Muni mehr. Da musst du auch mit rauskommen, Extreme. Nö, ich hab eine Armbrust, Bolzen. Dann macht er nicht, du auch.
Und bin ich schon wieder gelähmt, hä? Oh. Okay, ich komme mit raus, komm. Ich bin mir auch. Komm mit raus, du. Komm mit raus hier. Was, wie viel Uhr ist es bei euch gerade? 2.47 Uhr. Wie viel? 2.47 Uhr. Okay, bei mir ist gerade 2.03 Uhr. Oh, ich kann nicht mehr laufen, warum nicht? Ich kann nicht mehr laufen. Okay, also, ich bin 40 Minuten hinter euch. Ich bin tot. Ich konnte nicht mehr laufen, ich weiß nicht genau, was los war. Ich konnte mich nur noch sehr, sehr langsam bewegen. Ich sehe nur, wie die Zombies über dich herfallen gerade. Da. Muss man die Stoffe schießen, ich schon mal hin. Natürlich, ich werde einmal getroffen, blute direkt. Biohazard bin ich auch. Und es war eine dumme Idee rauszugehen, das war eine dumme Idee. Nee, am Tor. Ich nehme eine Waffe mit. Links oder rechts? Links davon. Okay, da ich schieße einfach mal hin. Vielleicht treffe ich in 40 Minuten was. Das war eine verdammt dumme Idee. Mache ich irgendwas bei euch überhaupt? Du bist zumindest da. Ach, jetzt bist du ja nicht verloren. Wayne ist verloren. Eine Schrotmunition. Oh, ich muss mal reinkommen, verdammt. Den Biohazard und verdurste. Was benutzt die 10 mm Munition? Ein Macker, oder? Ich muss fliehen! Zombies sind drin! Ja gut, dann werde ich wahrscheinlich auch gleich tot. Ich bin Biohazard, blute, bin am Verdursten, ich muss mal eben kurz was essen. Ich komme! Und trinken. Und ich dann hochheilen und dann was gegen Biohazard machen. Ich bin draußen, ich muss meine Tasche retten. Wieso sind wir nochmal an Tag 70 rausgegangen? Was war die Idee dahinter? Als lustig ist. Ja, es ist so vieles lustig, vom Hochhaus zu springen, ist bestimmt auch lustig, trotzdem macht man es nicht. Mein Rucksack ist weg. Ne, der liegt da, in der Spalte. Mein Rucksack wird nicht angezeigt. Der ist genau in der Spalte. Da. Ich hab sie! Hey, warte, was für ein Ping hab ich? Oh, ich hab 100er Ping. Kann ich sogar helfen. Ich hab noch 2 Munition. Kenny, du musst mir gleich die Tür öffnen. Alter. Terror Zombie! Kenny! Oh! Kenny, öffne die Tür! Ist offen. Das war ja 9 mm. Und hoch! Zu! Ausrüsten! Ich kann gleich wieder rausgehen, Freunde! Alles wird gut. Oh, warte mal, wo ich gerade hier drin bin. Ja. Yeah, ich habe einen 100er Ping, jetzt kann ich mitmischen. Aua, es hat weh, ouch. Wo du gerade drinne bist. Ich glaube, wir haben Mitglieder, weil wir jetzt so verstreut waren, auf dem Berg. Ja, ist das denn? So an. Es ist Tag mittlerweile. Yay. Ja, sie sind auf dem. So. Die wäre weg. Ich kümmere mich drum. Wo sind sie? Na toll, nur 2 Schuss. Wo sind sie denn? Sie sind schon tot. War doch nur ein Spider-Zombie. Hat sich viel mehr angehört. Was? Ja. Das ganze Gekreiche und ich war direkt unter dem Raum. Das hat sich angehört, als wenn die direkt. Spotty. Das ist ein Zombie! Exkursus! Nein, nicht auf unsere Stacheln. Ich bin drauf. Ach komm, hier muss noch irgendwo ein Zombie sein. Ja, aber nicht, was unsere Gebäude kaputt macht. Ach komm schon. Jetzt ich schieß auf mich, komm. Nein, das lohnt sich nicht. Ich mal die du stirbst in den ersten 10 Minuten. Nee, ich bin jetzt wieder... Du stirbst erst in der übernächsten Folge. Wo ist ein Zombie?
Hier, ich lock ihn ein bisschen weg vom Gebauten. Oh, ey, ich hab Bein gebrochen. Geil. Komm. Naschi. Hier. Flieh, Kenny! Flieh jetzt! Alter. Ich hab noch 30 Leben. Vaporisiert. So. Der Vaporizer. Bald auch in deiner Stadt. Richtig. Sag mal, was findet da gerade statt? Was? Jetzt müssen wir die schießen, die Häuser kaputt. Was? Was für eine Idee? Ich würde niemals wertvolle Raketen verschwenden. Oh, Sniper-Teile. Oh, der ist leider nicht besser. Schade. Ja, und die Haut ist vorbei. Passend. Ich muss wirklich sagen, es war wirklich mit die stärkste Horde, muss ich gestehen. Ja, die hat auch echt Spaß gemacht, muss ich gestehen. Ja, langweiligste Horde, nur weil du 30 Minuten hinterhergehangen hast. Ja? 40. Achso, ja, 40. Nee, also es war wirklich eine sehr interessante Horde, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also die Größe war wirklich im Gegensatz zu den anderen wirklich enorm groß. Aber wir sind auch ein bisschen unter Zeitdruck. Wir bedanken uns natürlich fürs dabei sein. Wenn ihr noch mal sehen wollt, wie episch der Kinano zugesehen hat, wie wir gekämpft haben, oder wie episch der Ekrim gesnappet hat, dann schaut da auch gerne unten da, also in meiner Beschreibung, da ist der Link, ne, zu den anderen und so. Da könnt ihr es gerne mal nachverfolgen, wie so eine Tag 70 Horde doch auch anders aussehen kann. Ich bin nochmal episch im Abschluss gestorben, das war mir sehr wichtig, deswegen habe ich mich auch freiwillig in den Selbstmord gestürzt. dementsprechend, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.